Hallo, mein Name ist Tor Alexander. Ich helfe Auswanderungswilligen, ihr Vermögen in Sicherheit oder ins Ausland zu bringen. Und heute möchte ich natürlich erstmal die Frage beantworten vom letzten Video. Und die Frage lautete: Warum gibt es Einlagensicherungsfonds? Und Einlagensicherungsfonds gibt es, weil das Geld bei den Banken unsicher ist. Wenn Menschen ihr Geld zu den Banken bringen, geben sie ihr Eigentum auf und erhalten dafür Anrecht auf Zentralbankgeld. Mehr nicht. Das heutige Thema ist, du hast Bargeld, du hast Giralgeld und du hast Staatsanleihen. Und welches von den drei Geldern ist am sichersten? Dazu möchte ich drei Fälle durchgehen. Der erste Fall, Vermögensteuer. Eine Vermögensteuer wird über Nacht kommen. Da gibt es Papiere vom IWF. Welche Auswirkungen hat die Vermögenssteuer auf Bargeld? Vermutlich keine. Die Vermögensteuer wird nur Auswirkungen auf Vermögenswerte haben, die dem Staat bekannt sind, die digital gespeichert sind, leicht kontrollierbar und leicht überwachbar. Und das werden Sichtguthaben bei den Banken sein, das werden Wertpapierdepots sein und natürlich auch Immobilien. Weil Immobilien stehen auch in einem Register, die werden ja heute schon gut und fleißig besteuert. Was passiert mit Staatsanleihen? Ja, vermutlich, wenn die in einem Wertpapierdepot sind, wird es da eine Abgabe geben. Wenn sie im Ausland gelagert sind, vermutlich nicht. Zweiter Fall, Bargeldabschaffung. Eine Bargeldabschaffung wird auch über Nacht kommen. Das heißt, abends stellt sich dann jemand vor die Kamera, wedelt mit den Fingern und sagt halt, dass ab sofort das Bargeld oder Teile des Bargeld bedrucktes Papier nur noch sind. Und dann wird es in den nächsten Tagen die Möglichkeit geben, dieses Bargeld in neues Geld zu tauschen. Das neue Geld wird aber vermutlich ein digitales Zentralbankgeld sein. Darauf gehe ich im nächsten Video ein. Das heißt, und bei diesem Tausch wird es Verluste geben. Es wird nicht alles getauscht werden können. Vielleicht gibt es auch einen Abschlag beim Tauschverhältnis. Wir werden sehen. Das Giralgeld betrifft das natürlich erstmal wenig und Staatsanleihen vermutlich auch nicht, weil die Staaten zwar ihre Schuld in der Währung haben, aber diese Schuld, von der können sie sich nicht einfach durch eine Währungsreform oder Währungsumstellung freikaufen. So, und der dritte Fall, Eurocrash. Es gibt neues Geld und zwar für alle. Bargeld und Giralgeld wird im Wert stark sinken. Es wird inflationär Geld gedruckt und die Preise werden wahnsinnig ansteigen. Wenn eine Währung crasht, dann crasht sie gegen alle anderen Währungen. Das heißt, ein Dollar-Crash wird nicht gleichzeitig passieren. Der kann später passieren. Ebenso Franken-Crash wird es auch nicht gleichzeitig, sondern wenn überhaupt, dann danach geben. Was hat das für eine Auswirkung auf Staatsanleihen? Ja, ganz einfach, keine. Weil nur die Schuld wird in dem Geld bemessen und wenn ein neues Geld eingeführt wird, gibt es ein Umtauschverhältnis. Die Staatsanleihe muss von dem Staat weiter bedient werden. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann mach einen Daumen nach oben, folge mir auf Telegram und ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wieder zu begrüßen. Tschüss! Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.